Grüezi miteinander und willkommen bei der CC Medien. Wir wollen über ein spannendes Projekt reden, das eine Zusammenarbeit ist von der gemeinnützigen Gesellschaft Zofingen und der CC Medien AG. Es soll eine Plattform sein, die das Vereinsleben der Öffentlichkeit zugänglicher macht, aber auch eine Wertschätzung für die vielen tollen Arbeiten, die Vereine leisten. Um was es ganz genau geht in dieser Plattform, haben wir mit den Projektleitern und den Projektverantwortlichen ein bisschen diskutieren. Bei mir ist jetzt die Präsidentin der gemeinnützigen Gesellschaft Zofingen, Iris Bichsu. Iris Bichsu, uns nimmt es natürlich so Wunder, was war schlussendlich der ausschlagende Grund für so eine neue Plattform? Also wir von der gemeinnützigen Gesellschaft haben festgestellt, dass es kein zentrales Verzeichnis gibt von allen Vereinen hier in den Regionen, das so einen guten Überblick geben würde. Und dann haben wir auch noch gemerkt, dass das Verzeichnis auch ein Wunsch ist von verschiedenen Vereins- und Gemeindevertretern. Und zudem ist ja die Regio-Vereine-Plattform ein Schaufenster für die Vereine, wo sie sich präsentieren können, wo sie ihre Aktivitäten öffentlich machen können. Und das stellen wir ihnen ja gratis zur Verfügung. Und das ist eigentlich ein Zeichen von uns als Wertschätzung an die Vereine, wo sie ja so einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Wertschätzung ist das eine Thema, aber auch sicher viele Vorteile, die das Ganze bringen soll. Welche Vorteile bringt es denn den Vereinen? Die Vereine haben eben die Möglichkeit, ihr Vereinsleben an die Öffentlichkeit zu bringen mit dieser Plattform. Und sie können auch eigene Beiträge bringen. Sie können Fotos posten, online stellen. Sie können berichten, wann haben wir wo Anlass, was für Fest haben wir gehabt. Sie können auch hinten drei Beiträge noch posten. Sie können auch Beiträge mit den Social Media teilen. Und der Austausch unter den Vereinen sollte auch gefördert werden. Und jetzt haben wir ja nicht nur einfach das Verzeichnis, sondern wir haben auch noch ein Angebot von der Pinnwand, Suche bieten. Also wenn jetzt jemand freiwillige Helfer noch sucht für ein Fest, dann kann er sich melden. Ich brauche noch ein paar Helfer. Oder wenn er noch irgendein Material hat, das er nicht mehr braucht, vielleicht braucht es einen anderen Verein, kann er es auch posten. Und was sicher auch noch wertvoll ist, ist die Ratgeberseite, wo man alle Informationen rund ums Vereinsleben abprüfen kann. Also von wie gründe ich einen Verein, wo kann ich als Vorstand mich weiterbilden zum rund ums Vereinsleben, wenn ich einmal einen Rat brauche, vielleicht auch einen rechtlichen rund ums Vereinsleben, dort finde ich eigentlich alles. Selbstverständlich, wenn wir jetzt auch mit den Projektleitern reden von dem Ganzen, mit der Margrit Boschung. Margrit Boschung, auch dir herzlich willkommen hier bei uns bei der CC Medien. Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen wissen, die Vereinsplattform, wie sieht so ein bisschen der Nutzen für Gemeinden aus? Da kann ich auf verschiedene Punkte hinweisen. Die eingebundenen Gemeinden können zum Beispiel die Vereinsdaten von Regiovereinen auf ihre eigene Homepage aufladen. Wenn Anfragen kommen zu Vereinsgründungen und so weiter, können sie auf die Plattform verweisen. Vereine pflegen ja ihre Daten selber und das bedeutet, die Gemeinden hier auch viel weniger administrativer Aufwand. Es hat auch eine gute Filterfunktion, die man Vereine suchen kann, sei das in der Gemeinde selber oder sei das im Gebiet. Es gibt auch Veranstaltungskalender, wo alle Veranstaltungen übersichtlich sind, sogar mit einer geografischen Karte. All das sind wesentliche Vorteile für Gemeinden. Jetzt hat man ja über 500 Daten von der alten Plattform auf die neue übergenommen. Vereine sind mit einem Newsletter informiert worden. Wie ist das Ganze so angekommen? Wie sind die Reaktionen auf das Ganze? Ja, bisher haben mehr als 100 Vereine aktiv an der Plattform sich beteiligt. Sei das durch Neuregistrierung von Vereinen. Vereine haben ihre Daten aktualisiert, haben Beiträge oder Artikel verfasst. Und man kann sagen, die Resonanz war wirklich gut gewesen. Wir freuen uns sehr. Und es hat aber auch gezeigt, dass es ein Bedürfnis ist für so eine zentrale Plattform. Im Moment befinden wir uns aber auch in einer kritischen Projektphase, weil gerade jetzt sind wir auf die Mitarbeit, auf die Mithilfe der Vereine angewiesen, weil die Plattform muss lebendig sein und die Plattform muss aber bestimmt einen Bekanntheitsgrad erreichen. Und ich denke, wenn wir einen guten Bekanntheitsgrad erreichen, dann dient die Plattform allen, den Gemeinden, den Vereinen und der Bevölkerung. Ein Aspekt, der natürlich auch immer noch wichtig ist, ist das Thema Zukunft. Wie geht das weiter mit dieser Plattform in Zukunft? Ja, wir sind jetzt dran, Sponsoring-Gelder wieder zu suchen. Technisch ist die Plattform vorhanden, läuft sie. Und jetzt müssen wir schauen, wie die Vereine denn da mitmachen und die Gemeinden noch mehr einbinden. Das sind so ein bisschen Schwerpunkte.
Ein spannender Einblick also in die Plattform regiovereine.ch, wo wir mit der gemeinnützigen Gesellschaft Zofingen, mit der Iris Bichs und der Margrit Boschung, hier mal entgegennehmen können. Jetzt sind aber auch ihr dran. Erzählt euren Freunden, euren Bekannten von dieser Plattform. Vielleicht seid auch ihr selber in einem Verein und möchtet das Angebot nutzen. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Kritik, Feedback, Anregungen, Ergänzungen oder möchtet das Projekt sogar unterstützen. Ganz einfach, schreibt ein E-Mail an admin@regiovereine.ch. Und euer Feedback wird dort sehr gerne entgegengenommen oder auch Inputs, die ihr dort könnt anfordern könnt. Besten Dank fürs Zuschauen und wer weiss, vielleicht ist euer Verein ja schon gleich so spannend, dass ihr bei uns auf Radio Insight oder bei uns im Zofingen Tagblatt oder eines der weiteren Medien zu sehen, zu lesen oder zu hören ist.